Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen gerne die Elemente einer Landingpage näher bringen. Die Landingpage ist sehr wichtig im Rahmen einer AdWords-Kampagne. Warum? Weil sie der erste Kontaktpunkt des Kunden oder des Interessenten ist mit Ihrer Marke, mit Ihrem Webangebot. Vorher, bei der Anzeigengestaltung, bei der Suche des Kunden, findet alles noch innerhalb von Google statt. Und wenn der Kunde jetzt auf eine Anzeige geklickt hat, dann ist es der erste Kontakt mit Ihrem Produkt und dort sollten Sie überzeugen, denn für jeden Klick müssen Sie ja Geld bezahlen. Und Sie sollten ihn eben so überzeugen, dass er schlussendlich dann auch kauft. Hierzu eignet sich die Kategorisierung in drei zentrale Elemente, die Sie im Rahmen einer Landingpage vorhalten sollten. Das eine ist das Informationsangebot. Bedeutet, wenn Sie eine Anzeige geschaltet haben zu einem bestimmten Thema und der Kunde hat darauf geklickt, dann ist er ja interessiert, zum einen an Ihrem Unternehmen und zum anderen eben auch an den Informationen, die Sie innerhalb der Anzeige definiert haben. Es sollten also auf der Landingpage dann weiterführende Informationen zu Ihrem Produkt folgen, damit das Interesse weiter intensiviert wird. Das zweite ist ein Navigationsangebot, was Sie vorhalten sollten. Also, wenn der Kunde von der Anzeige auf die Seite gekommen ist und ihm der Text dort auch gefallen hat, dann sollte er auch die Möglichkeit erhalten, dort weiter zu navigieren und sich noch intensiver mit dem Produkt auseinandersetzen zu können. Und das letzte ist ein sogenanntes Transaktionsangebot. Also wenn der Kunde auf Ihrer Seite surft, dann sollte auch klar ersichtlich sein, wo er denn kaufen kann und wie er das tun kann. Denn am Ende des Tages ist ja für Sie alle wichtig, dass Sie über die Anzeigenschaltung auch Kaufabschlüsse generieren und dementsprechend sollte eben dieses Gesamtangebot auf einer Landingpage auch so abgestimmt sein, dass der Kunde sich informieren kann, ausreichend informieren kann über Ihr Produkt, um am Ende dann eben auch zu einem Kaufabschluss kommen zu können.